Schön, dass ihr da seid. Was wollt ihr zum Trinken? Ich hole euch ein Bier, wartet's. So, Bier. Da brauchen wir noch eine Brotzeit. Gescheites Messer für den Schinken. So, servus miteinander. Grüßt euch, dass ihr eingeschaltet habt. Heute machen wir Brotzeit. Und wisst ihr warum? Mir geht das so auf den Nerven, ja, dass keiner mehr zu Besuch kommen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, alle für die, die es jetzt nicht verstanden haben, mich ärgert es, dass ich keinen Besuch mehr empfangen darf. Und deswegen habe ich mir gedacht, lade euch heute mal ein, machen wir Brotzeit. Was magst du trinken? Üble, hell, bist dabei, oder? Also, auf geht's. Was magst du trinken? Üble, auf geht's. Und du? Holzer. Gut, aufmachen kannst du das Loa, oder? Und was möchtest du? Alter Münster? Oder ein Allgäu-Stoff? Teilen wir uns Alter Münster. Gut. So sei es recht. Moment, Schuss! Feuer! Sind ja keine Assis, bei uns gibt's Gläser. Übrigens, ein gutes Bier darf man ruhig einmal reinschmeißen ins Glas. Hinterher muss trotzdem schmecken. Und das nächste ist, ob warm oder kalt, gut riechen muss. Das sind übrigens meine persönlichen Meinungen zu einem Bier. Aber wie ihr ja mittlerweile wisst, geht es ja nach Kolumbien und dort soll ich dann eine Brauerei betrauen. Also glaube ich, habe ich schon so ein bisschen Ahnung, wie gut das Bier schmecken muss. Das nächste ist, ich bin halt auch Bayer und mein Ranzen, wer mich kennt, weiß, dass der sicherlich auch dem Hopfen geschuldet ist. Du sollst denn so blöd lachen, habe ich gesagt. Gut. Brot habe ich auch geholt. Schön vom Bäcker bei uns. So, Schemel her da. Na gut, so. Das Kreuz von Pio ist runtergefallen. Das erinnert mich gerade an was. Pio, herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank für dieses tolle Geschenk damals, als wir uns das letzte Mal bei dir im Atelier in Oberstaufen gesehen haben. Pio macht solche tolle Sachen. Der denkt immer outside the box. Ja? Und der hat damals Kreuze gemacht, die man ins Eck bauen kann. Sieht total geil aus. Wenn ihr schaut einfach unter irgendeinem Video, hat er kommentiert. Pio Mars heißt der nicht immer. Der Pio hat Geburtstag. Happy Birthday. Ich trinke einen auf die mit. Ja. Und es wäre schön, wenn ich dich mal wieder auf ein Glas Bier einladen könnte. Aber bei dir gibt es ja mittlerweile auch nur diese kleinen Biere. Kölsch. Ist ja kein Bier. Ist ja was anderes. Ich möchte jetzt hier keinen beleidigen, aber als Bayer ist das ja kein Bier. Das ist ja kein Glas, das ist ja ein Schnapsglas. Übrigens Schnapsglas. Falls jemand zuschaut, der Michael heißt, ich hoffe, von meinem Schlägenschnaps gibt es noch was. Wenn nicht, ich hab noch mal in den Tag gesetzt. So, Greiherz. Wer mag ein Greiherz? Magst du ein Greiherz? Magst du ein Stück? Und wie sieht es mit dir aus? Auch aus? Alles klar. Fangen wir mal da runter zum Schneiden. Beim Greiherz schneidet man zumindest, das ist mir so beigebracht worden, erst mal hinten die Schwarte weg. Ja, die Schwarte ist das Zeug. Und dann kann man da, wenn man ein scharfes Messer hat, wie ich mal gedreht habe, Moment, haben wir gleich. Trinkst du dabei was? So, jetzt sollte es gehen. Also, und dann kann man das da, wenn man ein scharfes Messer hat, so, ja, geht das wunderbar.
Kann man das Schauschild denn nochmal schreiben? Ah jo, falls ein Pure ist doch nicht irgendwie. Alles Gute zum Geburtstag, ja? So. Da schau hin, da ist dein Sticker. Gut. Ja, warum machen wir das Ganze, ne? Also erstens erzähle ich es ja immer recht gern, was ich tue. Dein Stickerl. Und das nächste ist, wenn die scheiß Spülmaschine nochmal piepst, schmeiß ich sie raus. Ja, vielleicht sollte man sie einfach ausmachen. Da hast du dein Fetzen, fassen an, trinke kurz neu. Ja, die piepst damit. Also, normalerweise erzähle ich es ja ganz gern, es geht ja gerade nicht. Keiner kann vorbeikommen, dann habe ich mir gedacht, machen wir eben Brotze. Magst du Brotze denn reinhalten? Und Kaminmutz habe ich auch noch. Magst du auch Stoff? Gut, ein paar schmeiße ich dir da her. Du? Brotz? Ja, ja, fein. Den teilen wir uns, oder? Nimmst du ihn ganz? Nimmst du ihn ganz? Sind wir ja nicht so. So, hier noch ein Stück Brot. So. Gut. Das haben wir. Ja, wie gesagt, die Pure hätte ich schon mal gerne wieder eins trinken. Geht halt gerade nicht. Und ich denke, bis ich gang, geht das auch nicht mehr. Deswegen, Pure, falls du das Video siehst, das ist der Abschiedsbrotzeit mit mir. Und dann hoffe ich, dass wir uns irgendwann in Kolumbien sehen. Sagst deine Lara, ja, und deine Tochter alles Gute. Ihr seid herzlich eingeladen. Gut, bei mir flacken es auch schon alle im Bett, deswegen müssen wir ein wenig leise sein. Gut, was macht der Pio noch? Der Pio macht solch geile Sachen. Der Pio ist Künstler und einer derer, die jetzt in dieser Krise echt übelst leiden müssen. Aber ich kenne Pio, der boxt sie dadurch. Und vor allem kenne ich die Lara, die hält ihm den Rücken frei. Und deswegen auf euch zwei, genießt den Tag. So, dann hat mir ein Kumpel aufgeschrieben. Der Hauke. Ja, was hätte er denn gewusst wollen? Das hätte er denn wissen wollen. Ich lege mal meinen Zettel mal da noch. Der Hauke wollte wissen, ich soll doch bitte aus dem zweiten Video, glaube ich, war das Informationsgewinnung, die Links in die Videobeschreibung machen. Das mache ich, die Links zur Informationsgewinnung sind jetzt immer in der Videobeschreibung und dementsprechend habt ihr da alles drinstehen. Gut, das nächste ist Stromnetz. Warum, habe ich versucht zu erklären, warum funktioniert das mit dem normalen Stromnetz nicht? Für diejenigen, die keine Elektriker sind, es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nur ein elektronisches Stromgerät und auf dem Stromgerät muss halt einfach draufstehen 110 Volt und 60 Hertz irgendwie. Das steht da drauf und alles das, was da draufsteht, das können wir mitnehmen und alles andere eben nicht. Warum nehmen wir unser Mobiliar nicht mit? Leute, ich sitze hier an der Kiefern-Eckbank. Draußen hat es gerade, oder hat es morgen, glaube ich, minus 13 Grad im Allgäu. Brauchst gar nicht so blöd lachen. Schneien tut es erst am Sonntag wieder. Ja, erst am Sonntag. Reicht aber auch. Gut, weiter im Text. Ja, und dementsprechend, ja, ist es so wie es ist. Ja. Die Kiefern-Eckbank kannst du nicht nutzen. Wir haben eine Luftfeuchtigkeit in Kolumbien, da wo wir hinziehen, das ist auf dem Hochplateau, 1800 Meter, haben wir eine Luftfeuchtigkeit von circa, ich müsste jetzt lügen, ich meine knapp 80%. Für die Schreiner unter euch oder die, wo wir eine Ahnung haben, Pressspanmöbel, Marke Ikea, könnt ihr bei 80% Luftfeuchtigkeit spätestens nach 2 Jahren wegwerfen. Und das macht uns einfach keinen Sinn, deswegen nehmen wir nichts mit. Deswegen fällt bei uns alles unter den Hammer. Wer was haben will oder was sieht, was er unbedingt haben will, schreibt in die Kommentare.
Wenn irgendeiner mal was mitkriegt, fragt sie mir, ob ich irgendwas habe. Wir haben einen kompletten Hausstand, 250 Quadratmeter Haus. Da ist eigentlich genug dabei. Ja, wenn einer was braucht, soll er es haben. Was nicht zum Verkaufen ist, ist dieses Bild. Das dürfte, glaube ich, klar sein. Und das Kreuz. Wenn jemand so ein Kreuz haben will, Mail an mich. Ja, Mail steht drunter, über könnt ihr auch von mir aus über Instagram machen. Und dann vermittle ich euch den Kontakt zum Pio und dann gibt es da so ein Kreuz, wenn ihr noch eins habt. Weil die sind immer nur in einer gewissen Auflage aufgelegt worden. Aber ich habe mir sagen lassen, er hat eigentlich immer welche übrig. So wie man noch gleich hat. Gut, die nächste Frage von euch. Die kam von der Sandra. Die Sandra kennt uns persönlich und die Sandra hat auch einfach die Frage gestellt, warum wir denn die Familie nicht vorstellen. Und da muss man dazu sagen, hat meine Frau und ich eine klare Meinung. Das heißt, es wird die Familie bzw. die Kinder nicht im Internet gezeigt, bis die volljährig sind. Da können sie selber entscheiden, ob sie gesehen werden wollen oder nicht. Ich glaube, das ist auch sinnvoll, dass man seine Kinder nicht im Internet vermarktet. Also für alle diejenigen, die da draußen meinen, sie müssen mit ihren Kindern Marketing betreiben, weil sie so süß und so saftig sind, weil ich habe vier davon. Ja? Und ich tue es nicht, weil wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich mit meinen Kindern hinzuziehen und die sollen das selber entscheiden können. So, das da dazu. Das darf natürlich jeder machen, wie er Bock drauf hat. Ich will hier kein was vorschreiben. Es gibt gerade genug Vorschriften in Deutschland. Na ja, einfach so. Das ist ein bisschen ein Problem. Trinkst du das noch oder willst du das dann wegschütten? Ja? Weißt du nicht. Gut. Ja. Deswegen werden wir die Familie nicht vorstellen. Ich habe mir aus dem Kinderzimmer ein paar Playmobil-Figuren gemopst und werde die bei Gelegenheit mit Playmobil-Figuren unsere Familie kurz erklären. Kann, glaube ich, auch ganz witzig werden. Schauen wir mal. So, dann haben wir das nächste, Sprachkenntnisse beim Einwandern nach Kolumbien. Frage kam wieder vom Hauke, der war da ganz offiziell, der hat da rausgehaut wie ein Irrer, nachts um halb drei oder was. Oder war es um halb zwölf? Nein, ist wurscht. Scheiß der Hund drauf. Also, Sprachkenntnisse beim Einwandern, null. Spanisch wird gern gesehen, wenn ihr es könnt, aber ihr habt ja im letzten Video mitgekriegt, so ein Visa zu beantragen ohne Spanischkenntnisse ist so krass fast unmöglich. Also es schadet nie, in ein Land einzuwandern, dessen Sprache man auch beherrscht. Das ist, glaube ich, klar, oder? Da sag ich euch jetzt auch nichts Neues. Gut, also meine Sprachkenntnisse ist, ich kann mir was zum Essen stellen. Ich kann mir Bier bestellen, ich weiß, wo die Toiletten sind und jetzt komme ich durchfragen. Einen Fachvortrag, wie ich das früher getan habe, über Themen, kann ich nicht auf Spanisch halten. Machen wir uns nichts vor. Das sind eher so, meine Sprachkenntnisse sind eher touristischer Natur. Also was zum Essen bestellen, was zum Trinken, nach dem Weg fragen und gut, danke, bitte, kriege ich hin. Alles andere ist eher so, nö. Meine Frau lernt gerade Spanisch, die macht kurz Diploma Español, also Spanisch Diplom, auf B2-Level über eine Fernuni. Dementsprechend dürfte die Frau dann auch Spanisch können. Die kann schon relativ viel Spanisch und wir haben schon das ein oder andere Video auf Spanisch gesehen und sie hat mir dann hinterher erzählt, was drin vorkommt. So. Was haben wir nur? Die deutsche Rente. Ja, klarer Fall. Die deutsche Rente, ihr müsst also rentenberechtigt sein in Deutschland. Dann bekommt ihr dementsprechend auch die Möglichkeit, das auszahlen zu lassen. Dann müsst ihr die Rente in Deutschland beantragen. Und wenn ihr dann die Rente in Deutschland beantragt habt, dann müsst ihr eine sogenannte Lebensbescheinigung mitbringen. Also die müsst ihr in dem Land, wo ihr seid, das gilt für, glaube ich, für alle Länder mittlerweile,
bestätigen lassen, dass ihr noch lebt bei einem Notar. Das muss dann zur Rentenkasse für die internationale Abteilung im Original. Es sollte also nicht verloren gehen. Und dann zahlen die euch über die Postbank dann im Endeffekt. Das ist begründet, weil früher die Post ja nicht gesetzlich, sondern Bundesregierungshand war irgendwie. Und die Post zahlt euch dann im Endeffekt die Rente aus. Das passiert, glaube ich, auch in Deutschland. Nagelt es mir nicht fest. Ich glaube, in Deutschland wird auch die Rente über die Postbank ausbezahlt. Gut. So, diese Lebensbescheinigung müsst ihr dann einmal im Jahr dorthin senden, dass das auch die Richtigkeit hat. Genau. Betreffend tut es mich gerade in dem Sinn, da mein Vater ja in Kolumbien ist und dem auch mittlerweile deutsche Rente zusteht, haben wir die auch beantragt. Und zwar, jetzt haltet euch fest, im Dezember 2019. Anspruch auf Rente hätte er seit 1.4.2020. Wir haben jetzt Januar 2021. Ich weiß ja nicht, was da den ganzen Behörden über den Weg laufen ist, aber wenn die das mit den deutschen Rentner auch so machen, ja, dann herzlichen Glückwunsch, dann können die Rentner echt ein Jahr lang von nichts leben. Ja, bei ihm ist es wirklich so, das wäre ein Zubrot, er möchte sich, glaube ich, nur ein Haus bauen, so wie er gesagt hat, mit dem Geld. Und dann wäre ja auch in Ordnung. Kann er, mir wurscht. So, also deutsche Rente ist möglich. Mit einer deutschen Rente kriegt man dann automatisch das Residentenvisum. Also sprich, man darf dort seinen Lebensabend verbringen und man muss auch nachweisen, dass da die Rente regelmäßig kommt. Gut. Dann haben wir Kontoeröffnung. Eine Kontoeröffnung in Kolumbien ist relativ einfach. Und mit dem Thema Kontoeröffnung machen wir dann im zweiten Teil weiter. Ich geh mal schnell bieseln, bin gleich wieder da.